Hallo, ich bin Viola. In diesem Video erkläre ich dir anhand der Chromosomen der Fruchtfliege Drosophila die Begriffe Genkopplung, Rekombination und die Genkartierung. Dieses Video baut auf den Mendelschen Gesetzen sowie der Chromosomtheorie der Vererbung auf. Dir sollte also schon bekannt sein, was ein Chromosom, Gen und Allel ist. Außerdem sollten dir die Begriffe dominant und rezessiv bekannt sein. Auch die Meiose sollte dir klar sein. Wenn du bereits die chromosomale Grundlage der Vererbung der Mendelschen Gesetze gelernt hast, weißt du auch, dass die Mendelschen Erbfaktoren auf bestimmten Genorten auf dem Chromosom liegen und die Chromosomen bei der Meiose getrennt und sich frei kombinieren können. Und zuletzt sollte dir das Vererbungsschema bei dihybriden Erbgängen von zwei unabhängigen Merkmalen bereits bekannt sein. Wenn du noch Fragen zu diesen Grundlagen hast, schau dir vorher die verlinkten Videos dazu an. Kommen wir also zur Fruchtfliege, der Drosophila. Der amerikanische Biologe Thomas Hunt Morgan war Anfang des 20. Jahrhunderts der Erste, der den Beweis lieferte, dass die Chromosomen tatsächlich die Orte der Mendelschen Erbfaktoren sind. Morgan führte seine Versuche an einer bestimmten Art der Fruchtfliege durch, die den lateinischen Namen Drosophila melanogaster trägt. Dies ist ein kleines, harmloses Insekt, das einfach in der Züchtung ist und eine kurze Generationszeit von 2 Wochen hat, in der sie Hunderte von Nachkommen produziert. Aus diesen Gründen wurde Drosophila als Modellorganismus eines der wichtigsten Versuchsobjekte der genetischen Forschung. Drosophila besitzt nur 4 Chromosomenpaare. Davon sind 3 Chromosomenpaare Autosomen und ein Chromosomenpaar bildet die Gonosomen. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.